So, meine Lieben, willkommen zurück bei Lightwave Guru, dem Lightwave Channel auf YouTube, auch mal in deutscher Sprache. Und ich werde heute zum ersten Mal die Übersetzungsfunktion von YouTube testen in die englische Sprache, weil das, was ich zu sagen habe, in Deutsch vielleicht besser verständlich ist und auch umfangreicher ausfallen kann. So, was ihr hier seht, ist eine Inselgruppe, die mit dem Octane Displacement Mapping Prinzip erstellt ist. Das heißt, diese Art und Weise, eine Inselgruppe zu kreieren, indem man nämlich sich eine Höhenmap paintet in Photoshop, die wie folgt aussieht. Ja, ich zeige sie hier schon mal kurz, dass ihr sie gesehen habt. Bedeutet, dass man für die gesamte Inselgruppe, wenn man die nachher im Speicher rendert, lediglich ein Polygon braucht. Und auf diesem einen Polygon sitzt dann das eben gezeigte 16-Bit-Displacement-Map, was letztendlich eine High-Map ist, also eine Höhenmap, und sagt der Geometrie, welche Höhe die Insel an welcher Stelle haben soll. Und das Ganze habe ich kombiniert mit dem Lightwave-Instancer-System. Das heißt, ihr seht auf dem Octane-Displacement obendrauf diese vereinzelte Bäume hier, diese raren Baumketten. Dazu erkläre ich gleich noch, wie ich da vorgegangen bin, weil vom Prinzip her funktioniert das mit dem Octane Displacement selber nicht, weil dieses Octane Displacement eben deshalb so speichersparend ist, auch in der Vorschau im Lightwave Layouter, weil diese Höhenmap erst in der GPU, im VRAM der GPU berechnet wird. Das heißt, wenn man nachher der Meinung ist, dass man auf so einer Inselgruppe ein zusätzliches Instancing haben will, wie zum Beispiel eine Baumkette oder beliebig viele Häuser oder andere Objekte, heißt das, dass man da erstmal ein bisschen aufgeschmissen ist und sich dann eine Technologie oder einen Weg überlegen muss, einen Workflow, wie man die Geodaten, die ja nur im VRAM vorliegen von dieser Inselgruppe, wie man die so nachbildet, dass man genau dieselbe Insel nochmal hat, zum Beispiel als Punktwolke, ja, oder als Polygonpfeil. Dazu aber später. Das habe ich jetzt nur erwähnt, damit ihr wisst, aus welchen Teilen die Szene besteht. Also wir haben zuerst das Octane Displacement selbst, wir haben dann den Lightwave Instancer für die Bäume. Und was ihr hier animiert unten seht, dieses Wasser, das ist das Houdini Ocean Tool Plugin, was perfekt geloopt ist. Und das heißt, ihr seht hier im Kern, und deshalb gehen wir jetzt mal rüber in den Lightwave Layouter. Ihr seht hier im Kern nämlich eine genau einmal 1 Kilometer große Map, also dieses Polygon, was ihr da in der Mitte seht. Und der Rest ist so instanziert, dass alles Weitere erst im VRAM erstellt wird. Ja? Das bedeutet, wenn wir jetzt anfangen, die Szene zu erklären, wenden wir uns als erstes mal dem Wasser zu. Und da das mit dem Hot Ocean Toolkit gemacht ist, klicke ich das mal an, um jedem klarzumachen, was da abläuft. Und zwar, wenn wir dieses Polygon haben, auf welchem dann unser animiertes Wasser ablaufen soll und sich bewegen soll, je nach den Einstellungen, die wir vornehmen, macht es natürlich Sinn, den Global Scale exakt auf 1 Kilometer einzustellen. Ja? Das heißt, wenn ihr da einen Ausschnitt von 1 Kilometer habt als Polygongröße, macht es Sinn, den Global Scale auch genau auf 1 Kilometer einzustellen. Und es hat folgenden Sinn: Wenn man das nämlich macht und sich genau daran hält, könnt ihr hinterher dieses eine Stück endlos mit dem Lightwave Instancer duplizieren in alle Richtungen. Ja, in meinem Fall seht ihr das hier ja, ist das in X und Z und könnt dann ringsherum, so oft ihr wollt, dasselbe Wasser per Instanzieren mit anlegen und werdet an den Nahtstellen, nämlich hier jeweils, da sieht man das mal, und hier einen nahtlosen Übergang bekommen, dieses Hot Ocean Displacement Mappings. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt den Renderer starte und wir ja eben im Layouter gesehen haben, dass wir hier oben theoretisch den Abschluss finden würden von zwei Nähten der instanzierten Wasseroberfläche, werden wir dann im Renderer sehen, dass wir eben genau nichts sehen von dieser Naht. Dass es uns also so vorkommt wie eine endlose Wasserfläche.
Und es hängt eben damit zusammen, dass man über das Global Scale im Hot Ocean Toolkit das nahtlos so anlegen kann, dass die Übergänge von der einen Naht zur anderen in dem Fall, ja, also zum Ende des Objektes, vom Hot Ocean selbst loopable gestaltet wird. Das heißt, dass die an der Stelle dann die Wasserobergänge und Flächen loopend, geloopt anlegen, ja. Und deswegen sieht man hier auch nicht, dass das eigentlich viel weiter geht. So, ja, das mal so als erste Erläuterung. So, und um jetzt in diese Szene schön und schnell zu navigieren, muss man nicht jederzeit das Hot Ocean Toolkit angeschaltet haben. Das ist ja per Displacement Map auch arbeitet und ziemlich viel Speicher verbraucht. Und das heißt, wenn ich dieses Tool abschalte, in der OpenGL-Vorschau kann ich danach auch, wenn ich navigieren will mit der Szene, wesentlich schneller arbeiten. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt mir hier wieder den Renderer anschalte, ist der Welleneffekt von dem Hot Ocean Toolkit nicht zu sehen. Spielt aber auch keine Rolle, da wir ja jetzt im Augenblick nur mit einem Still rumhantieren und keine Animation bauen. Das heißt, das spielt dann erstmal keine Rolle. Was ich damit aber dann zeigen kann jetzt, jetzt gehe ich mal mit meinem Layout da hinten rüber, dass ich navigieren kann und hier weiter schauen könnt. Was ich aber damit jetzt zeigen kann und will, ist, dass man jetzt in Realzeit in meiner OpenGL-Vorschau durch die Szene fahren kann. Der Renderer macht gleich sein Update, wie ihr hier seht. Und letztendlich wiederholt sich dann dieses gesamte von mir gepaintete Höhenmap auf den instanzierten Polygonen. Ja? Und das gilt eben nicht nur fürs Wasser, es gilt dann auch für die Inseln und alles. Ja? Das heißt, wenn ich mir dann einen Kameraausschnitt wähle, der nur hier in diesem Bereich ist, also nur hier, ja, oder mit einer großen Tiefenunschärfe arbeite, sieht man nicht gleich, dass das ja eigentlich alles instanziert und gedoppelt ist, ja. Und warum macht man das? Das macht man, damit man für Total Shots, also für totale Aufnahmen, also für Aufnahmen, wo wir Totalen haben, sich Speicher zu sparen und Rechenzeit und weil sich solche Szenen auch schneller und besser editieren lassen, ja. Das heißt, wenn ich dann durch die Szene durchgehe und mir die entsprechenden Kamerawinkel suche, dann fällt es gar nicht auf, dass da hinten ja gar nichts mehr ist, ja, weil das in der Tiefenunschärfe verschwindet. Ja? So, das ist mal ein Prinzip, was ich kurz erwähnen wollte, um zu zeigen, dass man da sehr speichersparsam die Szene vorbereiten kann. Dazu muss man aber, wie gesagt, allerdings wissen, wie man da vorgeht. Also das Prinzip ist eine Kombination aus Octane Displacement Mapping und Instancing. So, ihr seht hier, was diese blauen Quads betrifft. Das sind auch Instanzierungen und zwar sind es, wie gesagt, die vorhin angesprochenen Bäume. Ja. Die kann man vielleicht noch mal ein bisschen besser darstellen, indem man einfach jetzt auf das Base Freeze hingeht, das ist nämlich mein Displacement Map aus Octane, was eigentlich nicht zum Instanzieren geeignet ist, dann doch als Instanz, das zeige ich dann gleich. Und ihr könnt dann hier mit Hilfe des Instancers mit den Geodaten, die ihr aus dem Octane Displacement Map rauszieht, wie gesagt, das zeige ich gleich, hier noch die Kiefern anlegen könnt. In dem Fall sind das ja Bäume, ja. Das heißt, wenn ich hier den View wechsle und in den anderen View gehe, dann zeigt ihr die Bäume auch an als Bäume, ja, dann könnt ihr die auch sehen, dass die tatsächlich sind. Darunter leidet natürlich die Geschwindigkeit der OpenGL-Vorschau, ne? Deswegen nimmt man dafür meist dann eine Bounding Box. Manchmal stellt man es auch gar nicht da, einfach nur um die Editgeschwindigkeit der Software, ne? Die so ja Realzeit ist, besser darstellen zu können. So, wie komme ich jetzt also an die Daten ran, um die Bäume auf diesem Octane Displacement darzustellen. Denn wie ihr ja seht, ist dieses Polygon, auf dem das Octane arbeitet, ja flach. Ja? Das heißt, es liegen überhaupt keine Höhendaten für das Instanzieren vor. So, und was ich da gemacht habe, ist, ich zeige jetzt mal den Inhalt dieses gelben Kästchens hier in einer anderen Preview-Vorschau, damit ihr seht, was ich meine. Und zwar mit Word heißt es, ihr seht, dass ich hier praktisch eine zweite Geometrieebene eingefügt habe, die heißt Base Freeze. Und da habe ich es ja irgendwie offensichtlich geschafft, die Daten aus dem Octane Displacement so exakt
rauszubekommen mit Lightwave selbst, mit den Lightwave-Displacement-Funktionen, die ja Lightwave selbst auch hat, so dass ich da dieses Grundmap, dieses Gelbe, was nachher natürlich nicht mitgerendert wird, sondern nur ein Platzhalter ist für die Geodaten, so anwenden zu können, dass ich die Bäume dort drauf platzieren kann. Ja? Und das wollte ich euch mal kurz zeigen, wie das funktioniert. Und zwar benutzt ihr dafür, ich habe jetzt hier meinen zweiten Layer da offen, damit ihr das seht, einfach dasselbe HiMap, was ihr euch in Photoshop gepaintet habt. Also wir nehmen genau das gleiche HiMap, was ich hier gepaintet habe, und bauen uns damit im Lightwave Layouter. Und zwar hier unter Object Properties mit der Texture Displacement, um eben die Geodaten zu bekommen für die Bäume zum Instanzieren, eine zweite Plane, die wir da extra haben. Und in diese tun wir, und diese Fläche braucht natürlich ein UV-Map, ja, tun wir uns dasselbe Bitmap, HiMap rein, ja. Und dann machen wir nichts weiter, als hier die Texturamplitude genauso einzustellen wie in der Octane Displacement Node. Ja? Das heißt, wenn ich in der Octane Displacement Node angebe, dass meine Insel 100 Meter hoch ist, dann ist hier der Texture-Amplitude-Wert welcher? Na, genau, der ist 100, denn auch hier entspricht, das ist also eine Meterangabe, die ihr hier eingeben könnt. Ja? Und wenn ich die Meterangabe hier eingebe, das seht ihr ja schon, habe ich auf einmal dieselbe Inselgruppe, die im Übrigen von mir in Photoshop ja auch so gepainted ist, dass sie endlos zusammenpasst, also dass man die links, rechts, oben und unten eben nahtlos da anfügen kann, am Start. Ja? Also exakt das gleiche Ergebnis mit weniger Polygonen. So, und was kann ich jetzt machen, um die Genauigkeit dieses Displacements bzw. der Geodaten, die Genauigkeit zu vergrößern? Ja, das mache ich, indem ich eben dafür ein sogenanntes Subdivision Surface Modell verwende. Also diese Plane ist keine Polygonplane, sondern eine Subdivision Surface Plane. Und dort besteht dann die Möglichkeit, die Geometrie selber hier unter Display Subpatch Level zu erhöhen. Ja, also ich kann die niedriger machen, ja, dann wird es noch ungenauer, oder ich kann die höher machen. Ja. Und in dem Fall reicht mir zum Instanzieren, dass die Baumgruppen auch ganz genau sitzen, meinetwegen Level 9. Ja, dann ist es mehr als genau. Und dann würde das in der Vorschau so aussehen, das wären die Vertices dafür. Ja. Und dieses Map kann ich mir dann mit der Funktion Save Transformed Object hier rausspeichern als weiteres Objekt. Ja. Und sobald ich das getan habe, habe ich dieses File im Modeler vorliegen, also im Lightwave Modeler, und kann dieses File dann zum Beispiel noch bearbeiten, wenn ich will. Wir können es ja mal machen. Ich gehe mal hier raus und wir laden uns das File mal in den Modeler. Ich mache das mal kurz, deswegen seht ihr das gerade nicht. Und das heißt der Base Freeze, und das suchen wir jetzt mal kurz raus. Weil das verwende ich, um auf diesem Base Freeze dann die Bäume zu instanzieren. So, jetzt habe ich ja folgenden Plan. Sobald ich dieses File mir quasi im Lightwave Layout erstellt habe, dieses Höhenmap nur fürs Instanzieren. Ja, ich habe es jetzt gerade geladen. Ist ein Monster-File, deswegen dauert es eine Weile. Da ist es. Dann kommt es bei mir so an. Ja. Und dann kann ich Folgendes machen: Alle überflüssigen Teile, die ich nicht brauche, die seht ihr hier, die habe ich einfach rausgeschnitten, weil die ja nur den Layout da belasten würden. Ja, der würde nur die OpenGL-Vorschau langsam machen. Und da in diesen Bereichen hier ja nichts instanziert wird, also da ja keine Bäume hin sollen, sind diese Bereiche überflüssig, sind also rausgeschnitten. Relevant ist für uns also nur dieser Part, ja, in der Mitte der Insel. So, und diese Mitte der Insel hier als gefreestes Lightwave Displacement Map entspricht exakt den Geodaten, die auch mit dem Octane Displacement erzeugt werden. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt hier in Octane selbst im Surface Editor euch das mal zeige, einfach nur die Node dafür, dann seht ihr, dass sich ja hier praktisch mal dasselbe HiMap befindet und ich hier das Octane Displacement habe. Und es steht hier eben auch auf einem Amount von 100 Metern. Ja, das ist das, was ich gerade gezeigt habe. Und deshalb sind dann danach, wenn ich dieses gefreeste File hier einlade
um darauf zu instanzieren, hat es natürlich exakt dieselbe Höhe. Nachvollziehbar, nicht wahr? So, da ich das aber nicht mitrendern will, sondern nur als Höheninformation für die Bäume brauche, ist es denn natürlich hier weder, wird es weder mitgerendert, ja, das ist hier dann aus, als auch wird es mit dargestellt, weil es einfach nur das OpenGL-Vorschau langsamer macht. Ja? Und das Einzige, was ich dann zu tun habe, ist, nachdem dieses File eingeladen ist, das heißt dann natürlich Base Freeze in dem Fall bei mir, kann ich dann den Instance-Generator nehmen, also und den Lightwave-Instancer und dort die Kiefern entsprechend platzieren. Ja? So, jetzt folgendes. Warum sind die Kiefern da nicht voll gefüllt auf der gesamten Geometrie? Das liegt daran, dass ich dafür auch wiederum mir ein eigenes Weltmap gebaut habe. Das kann ich gerne auch noch mal laden, um euch das dann zu zeigen. Es sieht nämlich völlig anders aus als das Höhenmap selbst. Das sieht nämlich so aus. Und nur in diesen Bereichen der Insel wird dann der Instancer über die Weiß- und Grauwerte Bäume platzieren. Ja? Und das macht man wie folgt, indem man nämlich unter Weight, dem Parameter Weight im Instancer, hier diese Terrain Tree Grow, nenne ich sowas immer, da einfüge, ja? Sodass praktisch der Instancer weiß, wo er die Bäume zu instanzieren hat. Ja, und deshalb verteilen die sich denn da so auf der Insel, wie ich mir das in Photoshop gemalt habe. Ja? So. Und das ist eigentlich auch schon das ganze Geheimnis in der Szene. Das Schöne ist, wenn man so vorgeht, dass, wie ihr ja seht, ich hier in Realzeit durch die Szene braten kann. Ich also sehr schnell editieren kann. Und dass er, wenn man die Daten lädt zum Rendern, ein sehr schnelles Render-Update habe. Ja, das heißt, er lädt sehr schnell alles in die Grafikkarten ein zum Rendern. Und zum Zweiten sind die Renderzeiten, dadurch, dass alles instanziert ist und Octane selbst in der Lage ist, alles, was instanziert ist, da nicht mehrfach einladen zu müssen, werde ich da in die Lage versetzt, Renderzeiten zu erreichen, die ja, also sagen wir mal, Weltklasse sind. Ja, das kann man ja ganz vorsichtig mal so formulieren. So, und habe außerdem die Möglichkeit, nicht nur, dass die Renderzeiten extrem schnell sind, weil ihr seht ja hier, wenn ich jetzt Updates mache, dann ist er, wenn er sobald er die ersten 100, 200 Samples gerendert hat, sehe ich eigentlich schon, was ich da mache. Ja? Im Augenblick ist das Hot Ocean, wie gesagt, abgeschaltet, dieser Effekt, dieser Welleneffekt, weil den brauchen wir nur, wenn wir Animation haben. Wenn wir für einen Still brauchen wir das jetzt nicht. Ja? Und das ist das ganze Prinzip dahinter. Das heißt, wenn man in der Lage ist, halbwegs abstrakt zu denken, kann man mit dem Octane-Renderer für Lightwave sehr sparsam, sehr komplexe Szenen bauen, in die man rumfliegen kann. Und der Witz ist, wenn ihr hier oben mal schaut, ich habe ja hier Grafikkarten mit 12 GB RAM zum VRAM zum Berechnen der Szenen. Die sind gerade mal 1240 MB verbraucht. Also nicht mal ein Zehntel der Grafikkarte. Ja? Und das macht die Sache natürlich äußerst reizvoll, weil man damit sehr komplexe Szenen zusammenbauen kann, wo man sich eigentlich fragt, ja, wie macht man das eigentlich? Ja? Aber das Prinzip habe ich euch ja jetzt, wie gesagt, gezeigt. Und das ist eben der Vorteil von Octane Displacement Mapping, ja, wenn man damit diese Inselgruppen erstellt. Man könnte selbstverständlich jetzt sagen, ja, warum machst du den Aufwand da mit Octane und dann musst du da das Freezen, um dann die Geodaten zu erhalten für dein Instancing, für die Bäume und so weiter. Macht es doch gleich in Lightwave, das rendert Octane doch auch. Und dann sage ich dann so, ja, aber um das in dieser tollen Auflösung hinzubekommen und auch so nah rangehen zu können, ja, ohne dass dir die Geometrie auseinanderfliegt, dann müsstest du das so hoch freezen von der Auflösung her, dass du dann ungefähr 6 bis 7 GB im VRAM hast an Speicher deiner Grafikkarte, hast im Endeffekt exakt das gleiche Renderergebnis. Es dauert nur länger, weil er ja mehr berechnen muss an Geometrie. Und zum Zweiten läuft das Rendering nicht so stabil, weil er halt die siebenfache Menge Daten um die Gegend schieben muss. Ja? So,
So viel von mir. Ich hoffe, ihr habt wie immer nichts verstanden, weil darum mache ich es ja. Und wie gesagt, wenn ihr solche Szenen baut, denkt immer dran, wenn ihr zum Beispiel die Auflösung im Octane Displacement auf 8192 stellt, braucht ihr natürlich auch Bitmap in der Auflösung. Ja? So, nur so könnt ihr da perfekte Octane Displacements bauen, die dann keine Artefakte erzeugen, weil mir das immer wieder berichtet wird, ja, dass da bei manchen Leuten Artefakte entstehen. Ich hatte mich dazu ja im Lightwiki schon geäußert, ein paar Beispiele gezeigt. Ich wollte es nur noch mal zum Schluss diesbezüglich erwähnen, ja. So, insofern weitermachen, lasst es euch gut gehen und ich bin jetzt gespannt, wie die Übersetzungsfunktion von YouTube ist, von Deutsch nach Englisch, ja. Wir werden sehen. Also, lasst es euch gut gehen. Tschüss.